Meine Damen und Herren, Herr Präsident, Herr Wowereit, erstmal fürs Protokoll auch von uns und beziehungsweise von mir im Speziellen jetzt herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Ob ich Berlin selbst jetzt dazu gratulieren kann, darüber versuche ich mir auch noch klar zu werden. Immerhin, Sie alle, also jetzt die Koalition, steuern jetzt direkt, wohin es mit Berlin gehen soll. Der Koalitionsvertrag, der ist ja sowas so wie die Roadmap, die darstellen soll, wohin das gehen soll. Den haben wir auch in der Piratenfraktion gelesen und der löst allerdings eher Skepsis aus. Zur Wohnungspolitik heißt es da lapidar, die wachsende Metropole Berlin bedarf in der nächsten Legislaturperiode verstärkt privater und öffentlicher Neubauvorhaben. Ziel ist deshalb, dass in der Legislaturperiode 30.000 neue Wohnungen, durchschnittlich 6.000 pro Jahr errichtet werden. Die ersten Fragen konnten wir Herrn Wowereit am Dienstag ja schon bei unserer Fraktionssitzung stellen. Wirklich konkreter ist er da aber auch nicht geworden. Ja gut, müssen wir ihn dann selbst fragen. Wie bitte sollen denn jetzt 6.000 neue Wohnungen pro Jahr eine Entspannung auf den Mietmarkt bringen? Noch dazu, wenn diese eben auch in Teilen durch private Vorhaben ausgeführt werden sollen. Und wenn wir davon ausgehen, dass gemäß Berechnungen, die da jetzt stattgefunden haben, ein Kaltmietpreis von unter 9 Euro pro Quadratmeter gar nicht möglich wäre. Die im Koalitionsvertrag erwähnte angemessene Beteiligung des Senats, das kann halt auch so ziemlich alles zwischen privat kann es besser, das wir ja schon mal gehört haben, und wir machen das schon bedeuten. Wie wäre es denn mit einem klaren Statement des Senats zu einem sozialen Wohnungsbau in allen Bezirken Berlins, also in allen Bezirken, statt die Einwohner der Stadt mit geringem Einkommen in die Randbezirke zu verbannen? Genau dieses sozialen Wohnungsbau nur in wenig attraktiven Gegenden zu betreiben, führt doch erst zu Entwicklungen wie in Paris. Die Zustände der Pariser Banlieue sind wohl seit den Aufständen dort weithin bekannt. Wer die Geringverdiener dieser Stadt ghettoisiert, braucht sich hinterher nicht wundern, wenn er plötzlich mit neuen sozialen Brennpunkten zu tun hat. Es bleibt ja für gewöhnlich nicht dabei, dass Plattenbauten also sozial wie sie angesehen werden. Zumeist kommt eine mangelhafte Infrastruktur dazu, die dann ganze Viertel verfallen lässt. Der einzige Schutz davor ist eine vernünftige soziale Durchmischung in Kiezen, die garantiert sich ausgebaut unser neuer Sitz berücksichtigen wird. Andernfalls wird es mir, meiner Fraktion und ich denke auch anderen Abgeordneten eine Freude sein, sie immer daran zu erinnern und auch in die entsprechende Richtung zu treiben. Das soweit von mir erstmal das Einhalten und ich glaube, wir haben da noch mehr Redebedarf. Danke.